Im Schwechater Hallenbad hieß es wieder: Auf die Plätze, fertig, los! Bei den Schulmeisterschaften im Schwimmen wurde das Können der Schülerinnen und Schüler der neuen Mittelschule für Sport auf die Probe gestellt. Sind denn die Ergebnisse bis hierher? Ja, es ist so, dass wir die Kinder vom Schwimmunterricht schon sehr gut kennen und auch die Läufe dementsprechend zusammengestellt haben, dass die schnelleren zusammenkommen und die langsameren zusammen. Ja, die Ergebnisse sind wieder recht gut. Es ist Ende unserer Schwimmzeit, das heißt, wir schwimmen von November bis Ende März und haben dann unsere Schulmeisterschaft schwimmen. Es ist so, dass der Großteil ist ganz sicher schwimmbegeistert. Einige machen mit, weil wir immer sagen, dabei sein ist alles. Also wir sind schon für den olympischen Gedanken. Auch die ganz schwachen Schwimmer motivieren wir, dass sie dabei sind. Und wir haben von ungefähr 180 Schülern 131 hier am Start. Und gibt es besondere Talente darunter? Ja, es sind 2, 3 Schwimmer aus dem Schwimmverein dabei. Es sind aber auch sehr viele, die einfach allgemein sehr gut schwimmen und auch diesen Schwimmern aus dem Schwimmverein ganz schön Parole bieten. Tolle Begeisterung bei den Kindern. Ja, ich denke, alle Kinder sind grundsätzlich sehr begeistert und sie nehmen voller Euphorie eigentlich teil. Also man sieht es so richtig, sie strahlen und freuen sich auf den Wettkampf. Ja, wir haben ja die ganze Winterzeit und auch jetzt im Frühjahr schon trainiert in der Halle. Also die Kinder schauen schon auf den Wettkampf und freuen sich, glaube ich, da heute, dass da ihre Leistung zeigen können. Welcher Bewerber bist du geschwommen? Ich bin heute geschwommen, Brust, 50 Meter Brust und 50 Meter Delfin, also Freistil. Ja, und dann jetzt schwimme Staffel. In wie vielen Jahren machst du jetzt Wettbewerbe? 2 Jahre. Welche Bewerbe bist du denn geschwommen heute? Also ich bin Kraul und Brust geschwommen. Und wie schauen deine Ergebnisse aus? Also ich bin zufrieden mit den Ergebnissen. Schwimmst du gerne und wie viel? Also ja, ich schwimme in meiner Freizeit auch gerne. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn wir in der Schule Schwimmen haben. Das Schwimmen, ist es wichtig für die Persönlichkeitsbildung? Ja, ich denke, manche unserer Schüler sind im Leistungsbereich, sage ich jetzt einmal, in den Hauptgegenständen Mathe, Deutsch, Englisch nicht so gut. Dafür können sie aber dann pushen, also können sie punkten, indem sie da im Sport recht gut sind. Und ich glaube schon, dass es da bei der Persönlichkeitsbildung schon positiv für die Kinder ist. Ja. Und der Staffellauf? Ist natürlich immer im Team. Gegenseitig zusammen dazu Höchstleistungen bringen. Auch das, was wir, glaube ich, vorleben, dass man im Team zusammenarbeitet. Wie wichtig ist denn der Wettbewerb für Kinder? Also ich glaube, dass der Wettbewerb sehr wichtig ist. Also sie müssen lernen zu gewinnen, sie müssen lernen zu verlieren, sie müssen sportliches Handeln lernen, schweres sportliches Handeln lernen. Und das lernt man sicher beim Wettkampf. Und so die Wettkampfsituation, finde ich, bereitet Kinder sehr gut auf die Zukunft vor. Denn später mal in der Arbeit müssen sie auch etwas leisten. Und manchmal wird es auch gemessen und dann danach bewertet. Also ist ein Wettkampf was ganz Positives. Ich glaube schon, dass sich die Kinder sehr gerne messen und was auch wichtig ist, dass sie in ihrer Altersklasse sich ein bisschen gegenseitig pushen auch und sich so zu Leistungen dann, ja, wie gesagt, antreiben.